Willkommen auf Aurora. Wir haben Sie erwartet. Ich bin Jace Skell und dies ist Welt 2.0. Sie wurden hier eingeladen, um zu erneuern, zu erfinden und zu erschaffen. Aber wir möchten Sie auch darum bitten, das Beste aus Ihrem Leben zu machen. Hier, fernab vom Rest der Welt, werden wir die Mittel erschaffen, die den Planeten in die Zukunft führen. Eine komplett nachhaltige Wirtschaft, eine friedvolle Umgebung, sichere Häuser, Sicherheit für die ganze Familie und eine Gemeinschaft, die Innovationen zu schätzen weiß. Die Generationen, die uns nachfolgen, werden uns vielleicht vergessen. Aber sie werden von unserer Arbeit hier profitieren. Danke, dass Sie Teil von Skulltech auf Aurora werden. Gemeinsam errichten wir das Aurora-Scheuer. Und damit herzlich willkommen zur Vollversion von Ghost Recon Breakpoint. Ja, wir dürfen das schöne Spiel endlich anspielen, beziehungsweise wir dürfen es jetzt endlich voll spielen. Denn, ja, wir haben die Vollversion endlich und können jetzt in die Charaktererstellung gehen. Ich kann das Spiel schon ein bisschen früher spielen, denn ich habe meine Edition, die ich vorbestellt habe, 3 Tage vorab Zugang. Und ja, wir hatten in der Beta ja bereits unseren Charakter erstellt und ja, wir haben halt hier mehrere Gesichter und wir werden aber ja, generisch dann nehmen. Ich meine zumindest, dass er das gewesen sein müsste. Ich guck noch mal gerade. Aber ich meine, dass das generisch war. So, guck mal noch mal. Doch, das müsste das müsste gewesen sein. Ja. Dann geht's zur Augenfarbe. Die nehmen wir mal grün. Jetzt nehmen wir mal hell oder dunkel. Ach, das helle sieht ganz gut aus. So. Ja, in der Beta hatten wir den Irokesen. Fand ich sehr geil. Sah aus wie Soap McTavish von Call of Duty. Aber habe mich dann halt entschieden, den Pompadour zu nehmen. Aber die anderen sind eigentlich auch schön und die kann man immer noch zwischendurch, glaube ich, switchen. Haarfarbe. Nehmen wir mal dunkel. So, Narben. Ja, wo hatten wir die Narbe? Wir hatten auf jeden Fall die Narbe. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es jetzt links oder rechts war. Oder hatten wir noch eine andere? Ohne sieht nämlich komisch aus. Oder hatten wir die so? Sieht nämlich auch nicht schlecht aus. Das sieht doof aus, das ist so Joker, das sieht auch kacke aus, das sieht auch scheiße aus. Nee, nee, verbrannt sieht auch ganz kacke aus. Entweder nehmen wir die so. Oder so. Aber da würde ich eher diese gerade runternehmen. Ist jetzt nur die Frage, nimmt man es auf der linken Seite oder rechts? Beziehungsweise für ihn ist es ja dann rechts. Über die Narbe drüber so gekreuzt. Ich finde, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, das nehmen wir, oder? Ja, komm, das nehmen wir. Das sieht gut aus. So, mit diesem Aussehen starten. Ja, würde ich sagen, machen wir das. Tattoos konnten wir jetzt nicht auswählen, aber die können wir, glaube ich, nachher noch machen. Dann gucken wir uns erstmal die Katzen in Ruhe an.
Fuck! Ghost Recon Breakpoints, ja. Ja, unser Soldat, unser Ghost, ist natürlich verletzt und ja, er blutet doch ganz schön stark. Und ja, wir stehen jetzt hier an dem abgestürzten Helikopter, der noch schön am Brennen ist, hier mitten im Wald. Es regnet, wir werden pitschnass. Ja, uns geht es nicht ganz so gut und ja, deswegen... Ja, werden wir jetzt auch erstmal unsere Verletzung schnell heilen. Was ich sehr geil finde. Also im Gegensatz zu Ghost Recon Wildlands haben sie sich da definitiv nochmal was anderes einfallen lassen, was ich sehr, sehr cool finde. Und ja, jetzt verbinden wir erstmal ein bisschen unsere Ärmchen hier. So, einmal da, einmal hier, immer mit Beinen. Und dann sind wir auch schon wieder einsatzbereit. Und können auch wieder vernünftig laufen. Geht zwar sehr schnell, finde ich. Kommt drauf an natürlich, was man für eine Verletzung am Bein hat. Ja, hat. Können wir auch ganz normal mit Tab einstellen. Ist es wieder da. So. Okay, das war die falsche Taste. Ich wollte eigentlich... Ne, das wollte ich eigentlich auch nicht. Nein, das ist mir alles klar. Das sind auch Sachen, was man nachträglich immer noch durchlesen kann, was mich jetzt so gerade nicht interessiert. Das brauchen wir auch nicht. Da wollte ich hin. Und da sehen wir auch, die Haare können wir jederzeit ändern. Also wenn wir doch den Irokesen nehmen wollen, können wir den einfach auswählen. Also das ist nicht das Problem. Bart, muss ich ganz ehrlich gestehen, hatte ich jetzt gerade gar keine Lust drauf. Aber kann man halt immer noch später sagen, man macht doch einen. Ja, die Gesichtsbemalung finde ich generell ein bisschen dämlich. Tattoos müssen wir halt auch noch freischalten. Auf dem linken Arm war jetzt nur die eine, die ich jetzt nicht so wirklich schön finde, aber auf dem rechten Arm. Das war auch in der Beta so, da hatten wir halt einige coole. Und ich würde sagen, dass wir hier diesen Nomad-Totenkopf nehmen. So, dann haben wir hier natürlich ein bisschen Kopfschutz technisch, was wir tragen könnten. Bandagen, Helme und die Nomad-Mütze, die ich jetzt aber auch nicht so schick finde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dann haben wir hier die Westen, da muss ich sagen, finde ich die ganz hübsch. Handschuhe haben wir aktuell nichts wirklich, Schuhe auch nicht. Ja, hier können wir mal die Ohrstecker, die finde ich auch ganz schick eigentlich. Die Brillen, die eine will er gerade nicht so. Rucksäcke, der Nomad-Rucksack ist hier der Anfangsrucksack, den finde ich eigentlich auch ganz schön, denn ich muss sagen, die finde ich alle noch nicht so derbe, die wir bisher freigeschaltet haben. So, T-Shirts bzw. Oberteile. Ich vermisse da ein Oberteil. Ich habe nämlich eigentlich eins freigeschaltet über Club Uplay. Aber kann sein, dass das erst beim nächsten Start, das müsste nämlich eigentlich hier das sein. Das Ding sollte eigentlich freigeschaltet sein. Muss ich vielleicht das Spiel nochmal neu starten. Vielleicht zeigt es dann das richtig an, weil ich habe es, bevor ich das Spiel gestartet habe, freigeschaltet. War vielleicht nicht das cleverste, aber gut, so ist es halt. So. Wenn wir jetzt das... Ich will die Farbe ändern. Wieso kann ich die Farbe jetzt nicht ändern? Da
Da kann ich nur Leertaste ausrüsten. Das will ich nicht. Das auch nur ausrüsten, wenn ich F drücke, Farbe bearbeiten. Aber das klappt gerade nicht. Scheint noch leichte Bugs gerade zu haben. Ja, Schemmack zieh mal an. Aufnäher war ja standardmäßig auch mehrere freigeschaltet, aber da war eigentlich auch eine von der Beta, die da ist aber sonst auch gerade nichts freigeschaltet, da muss ich vielleicht wirklich mal das Spiel neu starten, vielleicht ist es dann drin, aber das soll uns jetzt gar nicht stören, wir gehen jetzt erstmal so voran und ja, werden erstmal ein paar Gegner töten, die hier verantwortlich sind dafür, dass ja, unsere Helis abgestürzt sind. Hier vorne habe ich auf der Map gesehen, dass hier was sein soll. Warum lege ich mich eigentlich hin immer? Aber ich sehe hier keinen Gegner in der Nähe. Das ist nur hier der Rauch. Können wir mal gucken, ob wir hier irgendwas haben. Da ist wirklich keiner dran. Ne. Okay. Dann können wir nämlich uns hier das Verbandszeug schnell schnappen. Da hinten wären Gegner, da wollen wir aber gerade gar nicht hin. Denn wir wollen erstmal zur nächsten Absturzstelle. Und da haben wir nämlich ein paar Gegner in dem Bunker, zumindest laut dem Map. Die sollten da welche sein und da hat es gerade kräftig gerumst. So, Kit haben wir sie jetzt schon mal. Jetzt warten wir mal ab, bis sie stehen bleiben, dass wir den paar Schüsse abschießen können auf die. Wow. Von warum war der Schalter einfach weg? Ja, genau. Du überlebst die ganzen Schüsse. Aber ich verstehe gerade nicht, warum der Schalldämpfer nicht drauf ist. Naja, packen wir den halt jetzt drauf. Dann sollte das jetzt ein bisschen besser sein. Aber ich weiß nicht, warum der Schalldämpfer jetzt nicht drauf war. So, holen wir uns hier noch ein bisschen Muni. Da ist noch ein bisschen Splittergranaten. Sehr schön. So, jetzt ist es ganz gut ausgestattet, um jetzt hier ein bisschen Randale zu machen. So, da vorne ist ein abgestürzter Heli und da vorne sehen wir auch auf der Minimap, dass hier noch eine Kiste ist. Die öffnen wir natürlich vorher mal. Und wir kriegen Sturmgewehr, unser allererstes Sturmgewehr. War, glaube ich, in der Beta eine andere Waffe. Aber kann natürlich sein, dass es immer zufällig ist und ich verstehe nicht, warum der mir das jetzt schon wieder reingehauen hat. So, dann haben wir das schon mal ausgestattet und gehen mal zum Helikopter hin. Meine Leute. Ja, die sind alle hinüber. Leider, leider. Der ist auf jeden Fall kaputt. Der hat ein paar Kugeln da in den Bauch bekommen. So, ja, in die Richtung müssen wir jetzt nicht mehr weiter. Jetzt müssen wir hier an dem großen Hangar vorbei quasi. Aber wir gucken erstmal natürlich hier in diesen kleinen Bunkern rein, ob wir hier noch was Schönes finden. Munition, sehr schön. Kann man nämlich nie genug haben. Die geht nämlich dann doch manchmal schnell leer. So, hier vorne ist aber noch ein Bunker. Da hinten sind Gegner. Sind aber... Warum lege ich mich eigentlich jedes Mal hin? Ich will mich hocken und lege mich hin. Da hinten. Was zum Teufel ist das? So. Gucken wir erstmal noch hier rein. Muni dürften wir jetzt ganz gut vollgepackt sein. Splittergranaten haben wir auch noch ein paar bekommen. Das heißt, wir werden mal gucken, dass wir die ein bisschen von der Seite ein uns hier flankieren. Diese Mistkerle haben gekriegt, was sie verdienen. Wollten wohl unsere Insel übernehmen. Ja, genau. Alter, was halten die denn aus?
die halten irgendwie mehr aus als in der Beta, habe ich das Gefühl. Krass. Naja. Okay, muss man das doch ein bisschen präziser machen. Ist da mit der Pistole dann vielleicht nicht unbedingt immer die beste Idee. So. Okay, damit sind wir jetzt voll. Sehr schön. Dann gehen wir mal hier hoch in das Haus. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas finden, was wir looten können. Und schauen mal. So, hier ist aber nichts Besonderes mehr. Okay, können wir weitergehen. Auf jeden Fall noch eine Waffenkiste. Mal gucken, was da Schönes drin ist. Scheint da in diesem Bunker zu sein. Also auf jeden Fall sind da Gegner in der Nähe. Erstmal schön ein bisschen ranpirschen und ja, dann schauen wir mal. Ist da einer drin? Sieht gerade nicht danach aus. Oder vielleicht sind die hier um der Ecke. Hab nichts gesehen. Sind die hier? Nee, da ist aber eine Mauer, also eventuell sehen die uns auch gar nicht. Da sind sie. Okay, so kann ich sie nicht markieren, ich muss also wirklich anzielen. Zack, zack. So, da steht doch irgendwo einer. Kommt, markier. Okay, den will er irgendwie nicht markieren. Naja, looten wir erstmal hier die Kiste. Sondern dann. Alter Schwede, drücke ich denn echt immer die falsche Taste? Ich meine, das war auf. Ich meine, das war auf J. Wieso ist denn das jetzt auf L? Okay, irgendwie haben die ein bisschen was geändert, aber ich bin der Meinung, das war auf J. Aber gut. Vielleicht täusche ich mich da auch. So. Gucken, ist da noch wer? Oder sind das nur die zwei? Und ich habe mich nur verguckt. Ne, da sind nochmal welche. Die lassen wir einfach mal da stehen. Müssen wir nicht unbedingt mit kämpfen. Die stören uns hier jetzt nicht wirklich. Dann können wir nämlich zur nächsten Absturzstelle gehen gerade. So, da vorne ist es schon. Ist auf jeden Fall kein Waffenkoffer. Das heißt, wir können da so hingehen. Und wieder eine Cutscene. Stormcloud 1-1, hier ist Weaver, bitte kommen, over! Hier ist Weaver, kommen, over! Irgendwas! Who got? Kontakt, Kontakt! Tut mir leid, Weaver. Gefahrenzone, ja, da müsste man jetzt quasi Stufe 150 sein. Zumindest habe ich das so aus der Beta gesehen. Wenn man die angreift, die sind nämlich schon echt verdammt stark. Und die kriegt man vor allem alleine nicht so einfach platt. Deswegen, ich werde die erstmal in Ruhe lassen. Und werde mich nach da hinten zum nächsten Helikopter begeben. So, da haben wir zwei Fuzzis rumstehen. Die schalten wir mal ganz schnell aus. Dürfte nicht das große Problem sein. Schleichen wir uns mal ein bisschen an. Und dann schalten wir die hoffentlich schnell aus. Ja, saubere Schüsse, so sollte es eigentlich auch sein. So wollte ich es eigentlich von Anfang an schon machen, aber irgendwie hat es die ganzen Male nicht so ganz hingehauen. So, da vorne haben wir nochmal zwei.
nehmen wir aber lieber das Sturmgewehr. Wegen dies Ghost können nix, ey. Die haben dich gerade über den Haufen geballert, Junge. Du Pisser. So, neue Schuhe auch bekommen. Dann markieren wir mal die ganzen Typen hier, weil das sind doch einige. Irgendeiner fehlt da noch. Da vorne, da ist er doch. Ich werde versuchen, einen von denen erstmal mit der Pistole hier vorne auszuschalten und dann vielleicht den Rest mit Sturmgewehr. Ja, natürlich musst du dich in dem Moment bewegen, du Arschloch. Scheiße, jetzt haben die mich natürlich gesehen. Da können wir Sturmgewehr schnell. So, damit werden die ausgeschaltet. Und wir können schnell zum Helikopter rennen. Wie ich sehe, ist da vorne auch eine Kiste. Ich sollte natürlich nicht vor dem Stein stehen bleiben und hängen bleiben. So, jetzt müssen wir erstmal das mit den Fertigkeiten durchskippen, sonst zeigt er uns das die ganze Zeit an. Ich werde sowieso Sturmsoldaten nehmen, denn die passt, glaube ich, für mich am besten. Es gibt halt den Feldsanitäter, der heilt und selbst wieder herstellt. Der Sturmsoldat hat Boni auf Sturmgewehr und Schrot finden. Da ich hauptsächlich wahrscheinlich mit Sturmgewehr spiele, macht das mehr Sinn. Panther hat halt Schalldämpfer, Handfeuerwaffen, Maschinenpistolen werden nicht verringert dadurch, also durch den Schalldämpfer. Also an Stärke, und der Scharfschütze hat halt Boni auf Scharfschütze und Präzisionsgewehre. So, fertig, haben wir den schon mal freigeschaltet, sehr schön. Ich denke mal, auf die anderen kann man irgendwie auch noch switchen, also wie das genau funktioniert, keine Ahnung, aber werden wir schon irgendwie rausfinden. So, das ist voll, das ist auch voll. Dann haben wir hier eine Kiste. Ich hoffe, da ist eine coole Waffe drin. Ja, und zwar ein schönes Scharfschützengewehr. Empfohlen. Was? Ach, wir könnten da Zieloptiken und so einen Quatsch kaufen. Er braucht doch kein Mensch. So. Ja, ausgestattet. Jetzt haben wir nämlich ein Sturmgewehr und ein Scharfschützengewehr, was halt gar nicht mal so schlecht ist, wenn man mal switchen will. Schuhe haben wir jetzt auch mal gewechselt. Da ist eigentlich nichts, was uns gerade interessieren müsste. Und dann gehen wir mal an den Helikopter dran. Mayday, Mayday. Hier ist Ghost Lead. Hört mich jemand? Klar und deutlich, Ghost Lead. Wer ist da? Eine Freundin. Ich habe das Funkgerät von einem Ghost. Und dieser Ghost atmet noch? Ghost Lead. Man kann dem weißen Kaninchen folgen. Oder der Herzkönigin. Bitte Lagebericht. Das kann warten. Ihr Mann wird verarztet. Folgen Sie dem Pfad hinter den antiken Ruinen. Ihr Ziel liegt in den Bergen zwischen zwei Wasserfällen. Verstanden. Ghost Lead Ende. Dann begeben wir uns mal nach da hinten, denn da ist diese Basis, zu der wir uns begeben sollen. Wo noch ein paar Überlebende der Ghosts sich aufhalten aktuell. So, ja, eine etwas größere Gruppe, die versuche ich mal im Scharfschützengewehr. Aber die sind saunah alle beieinander, das ist ein Problem. Also das müsste ich, glaube ich, wenn eher mit dem Sturmgewehr machen, sonst ist hier keiner in der Nähe. Das Ding sieht schon echt geil aus. So, Sturmgewehr. Dann schalten wir die einfach mal von hier hinten aus. Die stehen alle so schön parat. So, damit werden die alle ausgeschaltet. Und Rangaufstieg beim Sturmsoldaten. Das ging ja recht schnell. Die konnten wir alle schnell über den Haufen mähen. So, ein paar Handschuhe haben wir auch wieder bekommen. Können wir aber nachher ausstatten. Obwohl, komm, machen wir direkt. Wer weiß, ob wir sie jetzt noch schnell brauchen. Nehmen wir uns mal das Fahrzeug hier. Warum machst du? Was soll das? Hä? Okay. Ich weiß nicht, warum der nach hinten geguckt hat jetzt. Beim Einsteigen hat er sofort instant die Kamera nach in die Rückansicht geschoben. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ich habe eigentlich nichts gedrückt dabei.
vorne noch ein paar Gegner. Habt ihr auch eine Kiste? So. Die habe ich nicht ganz getroffen, aber das hat Gott sei Dank ganz gut funktioniert. Schnell einsteigen. Alter, und schon wieder macht ihr die Scheiße. Was ist denn das für eine Kacke? Also irgendwas scheint da mit der Steuerung nicht so ganz richtig zu sein. Also irgendwas haben die umgestellt seit der Beta. Weil in der Beta war das Problem nicht. Also da konntest du dich einfach reinsetzen und normal losfahren und musstest nicht nach vorne drehen oder sonst was. Finde ich ein bisschen eigenartig. So, dann öffnen wir mal die Kiste. Mal gucken, was da schön drin ist. Ja, 500 Scale Credits. Das ist doch mal ganz gut. So, gehen wir mal da dran. Alter, das nervt aber. Muss ich jetzt echt jedes Mal ins Menü gehen dafür? Ist doch scheiße. Also da gucke ich nachher auf jeden Fall mal in den Optionen rein. Weil das finde ich ein bisschen sehr merkwürdig. Das dürfte eigentlich nicht sein. Ob die da irgendwie was falsch eingestellt haben, kein Plan. Ansonsten, gut, das Spiel ist halt eigentlich offiziell noch gar nicht released. Dadurch, dass ich halt diese Version des Spiels habe, die man 3 Tage vorher spielen darf. Kann es halt schon mal sein, dass Bugs sind, aber wenn der Bug schon nicht in der Beta war, sollte der eigentlich in der Vollversion erst recht nicht drin sein. So, und dann gehen wir mal hier diese Höhle ran. Die habe ich nämlich gerade erst gesehen. Die ist mir auch in der Beta gar nicht aufgefallen. So. Oh, das sieht aber ganz schick aus hier. Eine Art kleine Base, kann man fast sagen. So, was haben wir hier? Untersuchen. Aufklärungsdaten sammeln, das dauert manchmal ein bisschen was. Aber in der Regel muss man dann irgendwann eine Taste drücken. Okay, er zeigt mir nichts an. Ich drücke mal Leertaste. Ne, Enter, auch nicht. Maus, auch nicht. Pfeiltasten, auch nicht. Hä? Was ist das denn jetzt für ein Käse? Und der braucht verdammt lange. Und da läuft auch kein Balken irgendwie weiter. Hä? Was soll der Quatsch? Hallo? Ich will diese Aufklärungsdaten sammeln. Okay. M bringt auch nichts. Brechen wir das mal ab. Und machen wir das nochmal. Vielleicht war das gerade irgendwie ein bisschen buggy, aber er will immer noch nicht. Enter nicht, Leertaste nicht, E nicht, F nicht. Linke Maustaste nicht. Also das scheint auch etwas buggy zu sein. Also das sind zwei Sachen. Ne, das wollte ich nicht. Das sind zwei Sachen, die in der Beta besser funktioniert haben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist eine Leiter. Nein, du sollst die Leiter nicht runterklettern, Junge. So, was haben wir hier Schönes? Ja, nice. Eine MP7. Sehr schön. Mal noch ein bisschen Feuerkraft dazu bekommen. Wir wissen ja zumindest, dass es sich hier diese Höhle befindet. Das heißt, ich kann da später immer noch mal rein. Das ist jetzt nicht das Dramatische. So, steigen wir wieder ins Auto. Jetzt dürfte wahrscheinlich die Kamera wieder so blöd umschlagen. Jo, macht sie. Dann gehen wir noch mal rückwärts ins Escape. So, und los geht die wilde Fahrt. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht nochmal anhalten muss, sonst laufe ich das Stück. Das ist mir zu blöd langsam. So, in der Beta bin ich hier nämlich zu einer Brücke und dann waren da Gegner, wo wir dann ausgestiegen sind und rumgelaufen sind ein bisschen. Und dann haben wir sie, glaube ich, dann doch geschossen. Mache ich jetzt mal ein bisschen anders. Ich glaube, ich werde da einmal volle Kanne drüber fahren. Gucken, ob ich alle erwische. Ne, werde ich nicht, weil die etwas auseinander stehen. Einer hat es überlebt und der springt einfach weg und platscht drüber. Das war schon mit ihm. Sehr schön. Das war jetzt ganz clever von dem, aber gut. So.
Ja, hier ist der Wasserfall, wovon auch die Dame am Funk gesprochen hat. Dann geht es hier nämlich zu der Base. Vor allem, ich finde das Wasser alles hier sehr, sehr schön gemacht. Fahrzeugsteuerung, muss ich sagen. Entweder kommt es mir gerade so vor, oder sie haben da wirklich leicht was geändert, dass sie minimal besser geworden ist. Zwar nicht wirklich stark, aber vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Man müsste es nochmal beim Heli und so testen, weil da war die Steuerung teilweise richtig schlimm. So, und dann begeben wir uns jetzt mal hier in diese Base rein. Und wie kriegen wir deine Cutscene? Stehen bleiben! Wer sind Sie? Ich wurde eingeladen. Wer sind Sie? Es werden immer mehr. Sie können gerne umdrehen und den Berg wieder runter. Die Lage ist angespannt. Wissen Sie? Seien Sie vorsichtig mit der Waffe. Wir dulden keine Schießereien in Erewhon. Was ist Erewhon? Die Höhle. So nennen wir sie. Kommen Sie. So, jetzt sind wir hier in der Höhle und ja, werden jetzt die anderen Ghosts bald treffen, die nämlich hier verarztet werden in dieser Höhle. Und diese Höhle sieht mega, mega geil aus. Die haben es richtig, richtig fett gemacht. Was ist das für ein Ort? Ist auf jeden Fall ein sehr cooler Zufluchtsort. Aber wir werden das dann beim nächsten Mal machen. Ich stelle mich jetzt einfach mal hier vorne hin. Zack. Und ja, würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss, Leute. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein, Leute.